Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, das Spiel ist natürlich wieder abgestürzt. Und jetzt war das Problem, dass es die ganze Zeit abgestürzt ist, sobald ich durch diese Tür gegangen bin von dem Astronomielabor, was auch immer das ist. Und da habe ich auch, ich habe es nicht hingekriegt, habe es ganze Zeit probiert, habe dann im Internet geguckt und gemerkt, es hat fast jeder das Problem gehabt. Und es gab auch keine Lösung dazu. Irgendwie haben sie es jetzt doch geschafft durch irgendwelches Tastenhämmern. Und ja, jedenfalls sind wir jetzt hier draußen. Man sieht, wir haben die Zeit angehalten. Und hier sind schon aus ein Flugmonster. Sieht gut aus, dass die Askels jetzt hier sind. Natürlich gar nicht gut. Ich muss sagen, wir laufen mal da runter. So, komm, rein. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorni. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja. Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Uiuiui. Uiuiui, das Spiel macht Faxen. Ich speichere nochmal kurz. So, und das mit dem Spiel wieder abgeschmiert, klotzt danach gleich wieder irgendwie, keine Ahnung. Hat's irgendwie mein PC nicht so mit dem Spiel oder am Spiel nicht mit meinem PC? Ich weiß es nicht. Oder das liegt am Spiel allgemein. Jedenfalls konnte ich, während die Aufnahme nahm, ging nicht irgendwie da hin. Ich weiß es nicht, ist immer abgestürzt, wenn ich die Aufnahme anhatte. Deswegen starte ich jetzt ab hier. Also, wir haben mit diesem Askel-Boss getroffen, der gesagt, bla bla. Und ja, er hat uns jetzt in diesen Käfig gesteckt und ich sehe, hier ist der Bote, der Bobby. Jetzt bin ich mal gespannt, wann es das nächste Mal abstürzt. Ich habe gerade schon sehr Angst. Darum speichere ich jetzt nochmal. So, als drittes. So, der Bote. Hallo Bote. Hey Bobby, du auch hier? Oh, Sadwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben. Wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Okay, wir sind jetzt im Kerker wieder. Hier unten ist jetzt ein riesengroßes Loch. Und ich habe schon wieder eine Vermutung, weil wir herausgefunden haben, dass sich ja durch dieses Ding hier sich die Käfige verschieben. Dass wir vielleicht irgendwie dann hier runterkommen oder ihn runterlassen. Ach, keine Ahnung. Jetzt reden wir erstmal mit ihm. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein, wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha, nenn mir einen guten Grund. Ja, die ist aus, das Leben geht weiter, wollt uns sicher retten. Ich würde uns hier rausholen, immerhin leben wir noch. Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. Ja, das stimmt. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja, auch wenn die Zeit angehalten hat. Guter Punkt. Man wird uns sicher retten. Und wer soll das bitte sein? Sieh es ein, niemand wird kommen. Wir sind verloren. Ja, Spot ist ja irgendwie weg. Ich werde uns hier rausholen. Du? Dass ich nicht lache. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askel entkomme. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen? Oder mit Torten werfen? Du hast recht. Alles ist verloren. Ja,
Aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askil haben gewonnen, aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha, und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um. Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ach, halt die Klappe. Okay. Was haben wir denn in unserem Inventar? Gar nichts. Natürlich, natürlich. Hör mir, Kieselsteine, komm mir hier hin. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay, kommen wir überall nicht ran. Was, hey, was können wir denn großartig machen? Kette, Umlenkrolle, Boote und der Kuhfuß. Wieso liegt der hier? Das war wahrscheinlich entwendet. Kerkertür. Kann man das da wieder eine Wache hinter? Hey, hallo, was ist da los? Was willst du, Knirps? Ich will mit Lucrange sprechen, dann gibt's Essen. Ich will in eine andere Zelle. Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Wie geht's? Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal. Bah. Sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Da, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Oh, okay, ist uns halt hochgekommen. Können wir jetzt die Kieselsteine mitnehmen? Wunderbar, ja, aber es gab doch noch mehr mit dem zu reden. Hey, ja, was ist hier? Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich will mich beschweren, ich will gegen ihn kämpfen, ich will ihm sein Vertrauen erschleichen, nach dem echten König retten. Ich will mich beschweren. Für Beschwerden hat Loco keine Ohren. Hat er überhaupt Ohren? Ich erinnere mich an sowas wie Fühler, aber Ohren? Wie ich es sagte, er hat keine Ohren. Insbesondere für Beschwerden. Ja, aber kämpfen und so will ich ja auch nicht gegen ihn, aber probieren wir es mal. Ich will gegen ihn kämpfen. Das wäre sicherlich lustig. Ich glaube aber nicht, dass er Interesse daran hat. Wozu sollte er kämpfen? Er hat bereits alles erreicht. Okay. Ich will mir sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Soll ich dir vielleicht noch ein Schwert besorgen? Vielleicht? Ach, du meintest es ernst. Okay. Eigentlich will ich gar nichts von ihm. Da hat er ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Kann man so sagen. Wann gibt es Essen? Du hast es noch nicht verstanden. Die Zeit hat angehalten. Wir altern nicht mehr. Wir müssen weder essen noch schlafen. Wir müssen nichts mehr tun. Nie wieder.
Ja! Okay. Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Du sprichst von deinem hässlichen Wurm? Er ist nicht hässlich. Er ist nur optisch zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wo der Wurm ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich glaube, er ist im astronomischen Labor in den Brunnen gefallen. Dann ist er wahrscheinlich tot. Ins Nichts gestürzt. Ja. Oh Gott, ich hasse ihn, aber ich will trotzdem hören, was er uns erzählt. Was habt ihr mit uns vor? Wieso? Was sollen wir mit euch vorhaben? Nichts. Nichts? Ach komm schon. Ihr könnt uns doch nicht auf ewig hier hängen lassen. Ach ja? Und warum nicht? Okay. Das war erstmal alles. Ich habe Dringenderes zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Okay, wir haben Kieselsteine, aber ich weiß es nicht großartig, was wir damit machen können. Wir haben hier noch ein keilförmiger Stein, die Umlenkrolle und eine Kette. Und sonst können wir auch nichts großartig machen. Wir müssen irgendwas mit dem Kieselstein machen, vielleicht. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Also sollst du ja werfen. Vielleicht geht es ja kaputt, denn er fliegt runter. Mit Kieselsteinen um mich zu werfen, hätte wahrscheinlich keinen großen Effekt. Naja, was soll man sonst machen? Hey, lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen. Er soll damit aufhören. Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Oh, okay. Jetzt sind wir sogar noch weiter unten und wir haben den keilförmigen Stein neben uns. Und können ihn mitnehmen. Okay, wenn wir jetzt nochmal werfen, gehen wir da hoch. Hey, wach! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn ihr dann wirklich Ruhe gebt. Dann kommen wir in die Position. Okay, und wenn ich jetzt hier... Hey! Ja, ich will noch mal das... Es ist mein... Sein Jammern ist... Hey! Und nur hört ja, mit ihr... Das ist deine... Nochmal. Hey! Kannst du dich... Ich habe Höhenangst. Sicher nicht. Dann beginnt die Kröte nur wieder zu jammern und zu winseln. Und ich hasse... dieses Geräusch. Okay, hat nichts gebracht. Das war es. Ich habe Dringenderes zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja. Wir können hier hoch, runter, aber sonst können wir nichts großartig tun. Ach, Moment, mit dem verkeilten Kette oder den Ding vielleicht? Vielleicht kann ich den Mechanismus damit blockieren. Ich muss nur die geeignete Stelle... Ja, die gibt's bestimmt hier in der Umlenkrolle. Sprich... Hier. Wo? Hey, Wache! Ja. Einmal, aber nur... So... Vielleicht jetzt von hier aus. Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Okay. Bringt das jetzt was? Ich jetzt den nochmal werfe. Bla bla. Was? Einmal, aber nur. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Autsch. Oh. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen.